schon den Demokratieabbau durch die Finanzwerte. Aber bevor ich zum Thema komme, möchte ich mal ganz kurz über mich selbst was sagen. Mein Name ist Arne Falschiger, ich bin Koordinator der AG Wirtschaft. Aber dieses Thema ist aus der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Professor Matthias ist da der Koordinator und wir arbeiten sehr eng zusammen. Noch zu meiner Person. Ich habe Volkswirtschaft studiert, befasse mich mit dem Thema schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Habe in Heidelberg habe ich mein Diplom gemacht, ich habe an der London School of Economics in Berkeley studiert und habe aber die meiste Zeit meines Lebens dann bei Banken und Versicherungen, bei großen Banken und Versicherungen Vermögensverwaltung und Programme für Vermögensverwaltung geschrieben. Und deshalb kenne ich die Thematik bis tief in die Bits und die Bytes, und aus dieser Kenntnis heraus sind ein Teil der Ideen, die ich jetzt vortragen werde, kommen daraus. Ich möchte mit einem Satz von Anson Churchill beginnen: Gib mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, dann ist es für mich gleichgültig, wer die Gesetze macht. Der Satz muss sehr nachdenklich machen und er hat sogar einen Bezug zur Gegenwart. Und zwar, es gibt ein Interview von der Kanzlerin Merkel, die sagt, wir leben ja in einer Demokratie und das ist eine parlamentarische Demokratie und deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht des Parlaments. Und insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Das ist meines Erachtens ein sehr bemerkenswerter Satz. Er sagt nämlich, im Grunde genommen ist das Ziel die marktkonforme Demokratie. Rücktritt! Was wir aber eigentlich vorhaben, sind demokratiekonforme Finanzmärkte. Und wir Piraten werden Wege finden, wie Finanzmärkte demokratiekonform gemacht werden können. Das ist das Ziel, das ist das Thema des heutigen Diskurses. Ich komme zunächst mal zur Analyse, weil bevor wir Ideen entwickeln können, wie wir aus diesem Dilemma herauskommen, müssen wir zuerst verstehen, was sind eigentlich ein paar Kernpunkte in diesem ganzen Thema. Im Folgenden werden zentrale Punkte veranschaulicht. Die Details der Analyse finden sich auf der Wiki-Seite der AG Geldordnung. Da gibt es dann ein 32-seitiges Positionspapier, wo ich in die Details gehe, auch in die technischen Details. Hier geht es mir nur um die Ideen. Der eine Kernpunkt ist too big to fail. Als die Regierungen in Europa und in den USA nach der Pleite der US-Banken Lehman Brothers die Gläubiger aller übrigen überschuldeten Banken mit dreistelligen Milliardensummen freikaufen mussten, brachte dies eine verblüffende Wahrheit ans Licht, ausgerechnet auf den Kommandohöhen der Wirtschaft, bei denen global vernetzten Finanzkonzernen gegen die von Wirtschaftsführern so gerne angeführten Regeln des Marktes offenkundig gelten diese Regeln offenkundig nicht. Das heißt, das, was die Bank immer propagiert hat, soll jetzt in Bezug auf sich selbst nicht mehr gelten. Und ich glaube, das ist ein sehr bemerkenswerter Satz. Im Klartext, die Hunderte von Milliarden sind ein Schnäppchen. Achso, die Begründung der verantwortlichen Politiker für diesen Zündfall wieder die Marktwirtschaft gipfelte stets in derselben Formulierung: too big to fail. Wir müssen Banken retten, weil sie zu groß sind, um pleite zu gehen. Der Schaden, der durch die Pleite einer systemrelevanten Bank verursacht werden würde, ist unübersehbar. Zu den systemrelevanten Banken in Deutschland gehört die Deutsche Bank als einzige.
Im Klartext heißt es, die Hunderte von Milliarden sind ein Schnäppchen im Vergleich zu dem, was sonst auf den Steuerzahler zugekommen wäre, so die Argumentation. Was heißt too big to fail? Dass Einzelbanken eine Größe erreicht haben, dass sie nicht mehr pleite gehen können. Die Bilanzsumme der Deutschen Bank ist beispielsweise 2.164 Milliarden groß. Um sich das vorzustellen, im Vergleich dazu, das Bruttoinlandsprodukt in 2011 in Deutschland war 2.592 Milliarden Euro. Das heißt, die Bilanzsumme der Deutschen Bank hat eine ähnliche Größenordnung wie das ganze Bruttoinlandsprodukt selbst. Das aber nicht. Schreibe 59.195 Milliarden. Das sind 2.795% bezogen auf die Bilanzsumme. Und was ist damit gemeint mit dieser Summe der Derivate? Das ist der Nominalwert. Derivate sind immer. Die Derivate im Besitz der Deutschen Bank oder was für Derivate? Die Derivate im Besitz der Deutschen Bank. Die emittiert das haben, oder? Richtig, die gekauft oder verkauft haben. Das ist die Gesamtsumme. Der Marktwert ist wesentlich geringer, weil da geht man immer davon aus, dass sich praktisch die Geschäfte gegenseitig aufheben und gegenseitig ausgleichen. Nur die Krise 2007, die hat ja gezeigt, wenn mal die Kette reißt, dann ist es nicht der Nettowert, sondern dann ist es der Bruttowert, der auf die Volkswirtschaft und auf die Finanzwelt zukommt. Und das ist praktisch schon das Problem. Aber der ganz entscheidende Punkt kommt jetzt. Diese beiden riesigen Beträge müssen ausbalanciert werden durch ein Eigenkapital von lediglich 55 Milliarden Euro. Das sind gemessen an der Bilanzsumme 2,5% Eigenkapital. Und das ist praktisch der Punkt, den es zu verstehen gilt in der Diskussion um too big to fail. Das größte Systemrisiko im Finanzsektor sind die Banken selbst. Um das zu verstehen, muss man sich die Bilanzen der Banken ansehen. Die Bilanzen der Banken, da hat man sich aktiver, die bestehen zum einen Teil aus dem Sachvermögen, aber der größte Teil sind die Forderungen. Und diese Forderungen, die generieren Einzahlungen. Unterschiedlich terminiert, aber man kann sagen, diese Forderungen, die hier aufgelistet sind, beispielsweise ganz normale Kredite, ganz normale Schuldverschreibungen, egal was, die zum Zeitpunkt werden die Fälle und generieren dadurch einen Strom von Einzahlungen. Auf der anderen Seite hat man die Passiva, das sind die Verbindlichkeiten und analog zu den Einzahlungen generieren diese Passiva, diese Verbindlichkeiten, Auszahlung. Und der entscheidende Punkt ist jetzt, dieses Eigenkapital, das muss jetzt die Störungen ausbalancieren und die Verluste ausgleichen. Und es ist natürlich ersichtlich, da genügen im Grunde genommen relativ kleine Störungen. Das heißt, wenn beispielsweise Staatsanleihen Griechenland fallen aus, dann werden die abgeschrieben, dadurch fallen Einzahlungen aus, dadurch kommt praktisch die ganze Bank in Schieflage. Das ist visualisiert der Zusammenhang, wie dieses too big to fail und wie diese Schieflage der Banken zu verstehen ist. Aber da gibt es noch einen zweiten Punkt, der genauso wichtig ist. Und zwar, dieser zweite Punkt nennt sich too interconnected to fail. Das heißt, die Banken sind untereinander in einem ganz hohen Maße verflochten
Und man muss, kann sich das so vorstellen, wie Seiltänzer auf Hochseilakten, die sich gegenseitig an der Hand halten. Wenn der eine kippt, der kippt die ganze Batterie und alle liegen dann am Boden. In jetzt konkreten Zahlen ausgedrückt, dieses Interconnected to Fail, die Kredite von Banken an Banken haben 2012, das habe ich so im März, April gemacht, 3.000 Milliarden Euro. Das heißt, global oder aller Banken? Aller Banken in Deutschland. Wir reden hier nur über Deutschland. Das heißt, das Bruttosozialprodukt, das Bruttoinlandsprodukt war 2.500 Milliarden und hier haben wir 3.000 Milliarden. Das heißt praktisch, die Banken untereinander sind durch Forderungen und Verbindlichkeiten verbunden in der Größenordnung des gesamten Bruttoinlandsprodukts von Deutschland. Vielen Dank, bitte. Ist da auch, da sind das die reinen Geschäfte, ich sag mal die normalen Banken, oder sind es auch, ist da die Zentralbank, spielt die da auch mit? Die Zentralbank spielt hier keine Rolle, die ist nicht mit integriert. Es ist aus, es kommt von der Quelle von der Bundesbank, es sind die Statistiken, offiziellen Statistiken der Bundesbank. Ja. Ich komme jetzt zu einem nächsten Punkt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Punkte gehabt. Too big to fail, too interconnected to fail. Und der dritte Punkt, der wird nach meiner Einschätzung, ist der im Bewusstsein der Öffentlichkeit noch gar nicht vorhanden. Noch gar nicht vorhanden. Und zwar, das wahre Bankgeheimnis ist nicht, was irgendjemand auf dem Konto hat, sondern das wahre Bankgeheimnis ist die Geldschöpfung der Banken. Die Geldschöpfung der Banken. Wertmäßig werden 99% aller Zahlungen mit Geld getätigt, das die Geschäftsbanken gemacht haben und nicht die Zentralbank. Das heißt, jeder hat ja die Vorstellung, das Geld, mit dem bezahlt wird und so weiter, ist, man könnte sagen, staatliches Geld oder gewissermaßen vergleichbar mit Banknoten und so weiter. Ja, bitte. Was ist jetzt die Geldmenge, wenn du jetzt in den Medien hörst, die Geldmenge, die im Umlauf ist? Ist das jetzt das oder ist das das von der Zentralbank ehemals gedruckte, gepresste Geld? Ja, das kommt gleich in der nächsten Folie, die erklärt nämlich den Zusammenhang, und zwar die Entwicklung des Chiralgeldes. Und zwar, da gibt es eine Zäsur. In den 1960er Jahren, da hatte man langsam umgestellt von Barzahlungen, Löhne, Gehälter, die Miete, Versicherungsbeiträge, alles wurde über Bar bezahlt. Ich kenne noch die Zeit, da war die Lohntüte, da war das Geld drin, das man wöchentlich dann oder monatlich, wöchentlich bei uns bekommen hat. Und diese Umstellung hat gewissermaßen dazu geführt, dass immer mehr Chiralgeld geschöpft wurde. Jetzt ist das Verhältnis 200 Milliarden Euro Größenordnung sind Bargeld und der Rest praktisch 1.100 Milliarden, 900 Milliarden sind Chiralgeld der Geschäftsbanken. So, und mit diesen 99 werden mit diesem Chiralgeld der Geschäftsbanken, man kann es identifizieren, das ist das, was Sie auf Ihrem Girokonto haben, werden 99% aller Zahlungen gemacht. Das heißt nicht, dass praktisch das Bargeld eine wichtige Funktion hat im tagtäglichen Einzelhandel. Da ist es ja unbestritten, da wird es nach wie vor gut genutzt. So. Mit diesem Übergang ist etwas ganz Wichtiges passiert, nämlich der Geldschöpfungsgewinn aus dieser Geldschöpfung ist Schritt für Schritt von dem Geschäft, vom Staat an die Geschäftsbanken übergegangen. Und jetzt wundert sich doch viele, waren die Leute vor den 60er Jahren oder in diesen Jahren so viel dümmer? Oder warum gab es da nicht diese vielen Finanzprodukte, die man heutzutage hat? Und das hat jetzt eine Erklärung. Und zwar, die Finanzmarktprodukte
in Klammer, die hohe Kunst des Geldblasens, haben mehr oder weniger die Funktion, diese Geldschöpfung zusätzlich anzutreiben, und das ist ein separates, ein eigenes Problem, das unabhängig ist von den Problemen, die wir vorher besprochen haben. Man kann es vielleicht so auf den Punkt bringen. Schenke jemandem eine Gelddruckmaschine und er wird den ganzen Tag nichts anderes machen als Geld drucken. Und genau das ist praktisch die Motivation. Die Realwirtschaft, die bringt gar nicht zu diesem Gewinn als praktisch die Derivate des Schaffen von neuen, von praktisch von diesen Finanzmarktprodukten. Im Wesentlichen geht es bei sogenannten synthetischen Finanzmarktprodukten darum, dass man schlechte Finanzmarktprodukte ankauft, sie mit mathematischer Goldfolie packt und hofft, dass möglichst lange niemand merkt, dass es sich doch nicht um Goldklumpen handelt. So könnte man anschaulich darlegen, was es sind. Die Finanzkrise 2007-2008 hätte nie den bekannten Schaden angerichtet, wenn nur minderwertige Hypothekenkredite geplatzt werden. Der Schaden und die Kettenreaktion kam durch die synthetische Finanzmarktprodukte zustande, die auf diese Hypothekenkredite aufgebaut waren. Die technischen Details kann man sehr gut im The Financial Crisis Inquiry Report der US-Regierung nachlesen. Dort gibt es auch ausgezeichnete Darstellungen, wie diese Finanzmarktprodukte aufgebaut sind. Und nur um einen Eindruck zu machen, um hier einen Einblick zu geben, das ist beispielsweise eine der Folien von diesem Report, der gewissermaßen zeigt, dass auf der einen Seite wurden 15 Millionen minderwertige Hypothekenkredite reingepackt und auf der anderen Seite kamen dann 85 Millionen Dollar strukturierte Finanzmarktprodukte heraus. Und diese Ketten, das hatte auch diese Kommission herausgefunden, gingen teilweise über 40 Stationen. Das heißt, immer den Schrott hat man aufgesammelt, hat wieder neu verpackt und wieder neu und zu wesentlich mehr Geld verkauft. Und das ist praktisch das ist das, wie diese Finanzmarktblasen entstehen. Und das muss praktisch, der Zusammenhang muss verstanden werden. Das Schlimmste an diesen aufgeblasenen Finanzmarktprodukten ist, dass die Gewinne, die dabei erzielt werden, genauso Waren und Dienstleistungen in der Realwirtschaft kaufen können, wie die hart erarbeiteten Gewinne in der Realwirtschaft. Und das kann man sagen, auf diese Art und Weise findet eine Ausbeutung der Realwirtschaft durch die Finanzwirtschaft statt. Um jetzt weiterzumachen und zu verstehen, wie man eventuell dieses Ganze knacken könnte, muss man auch noch verstehen, welche Rolle die Banken in der gesamten Volkswirtschaft spielen. Und zwar, die Banken sind die finanzielle Nabe der Wirtschaft. Die Bilanzsumme aller Banken, jetzt nicht nur der Deutschen Bank, beträgt 2012 nach der Bundesbank 8.798 Milliarden Euro. Das bezieht sich auf alle deutschen Banken. Das bezieht sich auf alle deutschen. Ich rede hier im Kontext immer nur von Deutschland. So. Das heißt, man hat auf der einen Seite das Einlagegeschäft und man hat auf der anderen Seite die Kreditvergabe. Und wer die Investitionen kontrolliert, der kontrolliert die Wirtschaft. Und es kommt noch weiter dazu. Die Banken, aufgrund der Transparenz, den die Banken haben, gegenüber ihren Kunden, aber nicht umgekehrt, kennen die natürlich die Schwachpunkte. Die wissen, wenn Unternehmen schwächeln,
die wissen, wie Unternehmen dastehen und können, haben da natürlich einen Vorteil in der Verhandlungsposition und können dadurch nochmal ihre Macht stärken. Wie soll eigentlich jetzt der Lösungsansatz sein? Und der Lösungsansatz, der besteht zum einen darin, dass man sagt, es gibt in diesem Bereich 18 Anträge, die sich mit Banken befassen, zum Beispiel Bankentrennung oder mehr Regulierung, Hochfrequenzhandel einschränken, Derivathandel einschränken, Eigenkapitalvorschriften und. Ich wollte es immer angedeutet haben. Aber Anträge für den BBT oder? Anträge für den Bundesparteitag. Wenn 50 Jahre Bankenregulierung uns in diese Probleme geführt haben, wenn alle Verantwortlichen glauben, dass unsere Finanzkrise einfach widrigen Umständen geschuldet ist, wenn die Banken selbst glauben, dass im Kern das System okay ist, woher nehmen wir dann eigentlich die Überzeugung, dass noch mehr Regulierungen das Problem lösen könnten? Ich möchte an der Stelle, was mir aufgefallen ist, ich coache direkt unter dem Vorstand der Deutschen Bank. Und das, was du gerade vorgetragen hast, das würden die alle bestätigen als richtig, so ist es und das ist ein Problem. Also es ist sehr interessant, wenn man mit den einzelnen Menschen spricht, auf wirklich hohen Ebenen, die sehen das völlig ein. Also mir hat ein Deutschbanker ganz weit oben gesagt, mir ist völlig klar, Wall Street ist ein Casino. Und London ist auch ein Casino. Das heißt, die sind gar nicht so weit weg von dem Verständnis. Das Problem ist, die wissen selber nicht, was soll getan werden. Und dann gibt es die wirklich mächtigen Leute und die sagen natürlich, Arbitrage, Handel muss weitergehen und so weiter, weil die sich da die Taschen voll machen davon. Ja. Aber sozusagen, das ist nicht so weit weg. Ja, ich verleihe mir für die Rückkopplung, weil das sollte jetzt eine Analyse sein. Und wenn man sagt, wenn die Banker ist im Grunde genommen ähnlich oder mit auszusehen, dann war vielleicht der Teil schon nicht ganz verkehrt. Nee, sehr wichtig, ja. Existenziell wichtig. Ja, ich finde das super. Okay. Wunderbar. Oder gibt es sonst noch Ideen, das Bankenproblem in den Griff zu bekommen? Und ich glaube, gerade wir Piraten, gerade von uns, erwartet man, dass man nicht nur Mainstream-Gedanken oder vielleicht die besseren Mainstream-Gedanken hat, sondern ich glaube, von uns erwartet man, dass man auch neue Ideen hat. Dass man neue Ideen hat, dass man mit diesen Ideen auch in die Offensive geht und diese Ideen vertritt. Und ich komme jetzt zurück zu dem Vortrag von davor. Und zwar, wir hatten einen Grundsatzantrag, diesen 444, GA 444 aufgebaut. Der baut jetzt auf diesen Grundwerten auf, Freiheit, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit. Und da werden diese Grundwerte nicht als Widerspruch, sondern als Dimensionen aufgefasst, in der sich die piratische Politik entfalten kann. Ich komme jetzt zu dieser Initiative. Das ist genau das, was Buschecke, der ist glaube ich jetzt nicht mehr hier, da dargelegt hat, oder auch Jörg, du, die Grundwerte müssen oben stehen. Aus den Grundwerten müssen die Visionen und Ziele erarbeitet werden. Die Grundwerte sind, dafür stehen wir. Die Ziele und Visionen, unser Kurs, dafür kämpfen wir. Und genauso der Weg zum Ziel, das sind dann die Positionspapiere, Diskussionspapiere, die Strategiepapiere. Und hier klar machen zum Ändern. Und das Ganze muss ein piratischer Prozess sein und nicht, dass irgendjemand ein paar schöne Ideen hat und das dann praktisch reinkippt in den Bundesparteitag und über das dann abgestimmt wird. Ich habe eine Frage. Ja, Entschuldigung. Ganz blöde, einfache Geschichte. Das SCH, warum ist das ein SCH und kein G? Ist es einfach nur ein hessischer Wähler oder was? Ja,
Ich habe mich da auch erkundigt und ich habe dann im Internet recherchiert und da kam raus, dass wahrscheinlich Piratisches richtiger ist als Piratiges. Aber so what? Es ist Schulz. Ja, wir sind hier kein Stammtisch, wir schreiben nicht. Bereich, ich fühle mich in dem Bereich Straße nicht kompetent und lasse mir da gerne was sagen. Wenn einer erklären kann, dass es falsch ist, dann kann ich es gerne ändern. So. Was ich jetzt zeigen möchte, ist, dass man tatsächlich von diesen Grundwerten im Detail ein Drill-Down machen kann zu den einzelnen Sätzen in diesem Vorschlag. Und zwar, der Programmantrag PA444, der hat in dem Teil, wo die Finanzen angesprochen wird, bezieht er sich auf Nachhaltigkeit, ist ein auf Dauer angelegter, verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen in der Umwelt. Praktisch als Kernidee. Und dann heißt es, die Haushalts- und Subventionspolitik sowie das Finanzsystem müssen den Menschen und der Realwirtschaft dienen. Das sind praktisch die Kernaussagen. Und jetzt in der Detaillierung, da gibt es eine Kurzfassung und eine Langfassung, heißt es dann dazu, das Finanz- und Währungssystem ist so zu gestalten, dass es den Menschen und der Realwirtschaft dient. Ein nachhaltiges Finanzsystem stellt sicher, dass gesellschaftsschädigende Systemkrisen nicht auftreten. Und wie wird das jetzt umgesetzt? Das ist ja das Entscheidende. Man kann ja nicht nur gute Ideen haben, man muss auch sagen, oder anders ausgedrückt, Ideen können verrückt sein, wie sie wollen. Wenn man aber zeigen kann, dass man sie praktisch umsetzen kann, dann ist das kein Verrückt. Ja. Zwei Fragen. Gibt es da auch ein Modul 0? Da gibt es auch ein Modul 0. Ah ja, ich habe das gelesen und in den ersten bis dritten Punkten, da fehlt jetzt irgendwas mit Leistungsgerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit. Ja, genau. Da kommt wieder mal. Ich habe nur jetzt den Teil rausgezogen für das Finanzsystem. Den gesamten Antrag, den habe ich da an die Wand gepackt und als Vorschlag für einen Slot für morgen. So. Was ist jetzt die Antwort? Was ist jetzt ein ganz anderer Lösungsansatz, der das Problem dann tatsächlich in den Griff bringen könnte? Und zwar, das wurde genannt, Währungsinfrastruktur in öffentlicher Hand. Währungsinfrastruktur in öffentlicher Hand, das heißt, analog zum Eurosystem gibt es nationale Institutionen, die die Währungsinfrastruktur realisieren, und eine supranationale Institution, die sich aus den Direktoren der nationalen Institutionen besteht und die Geldpolitik bestimmt. Auf den folgenden Folien werden nur auf die grundlegenden Ideen eingegangen. Der ausgearbeitete Vorschlag findet man auf der Wiki-Seite des Arbeitskreises. Ich möchte da, wie Sie sehen, auch immer Werbung für die Arbeitskreise machen. Auch für die AGs. Ganz kurz ein Einwurf. Was der Abend bisher vorgetragen hat, ist Konsens in den AGs, auch die Analyse der Finanzkrise, die er gemacht hat, und auch der Programmantrag 444 ist also breit vertragen von AG Wirtschaft, AG Geldordnung und Sozialpiraten. Was er jetzt als Lösung anbietet, ist noch kein Konsens, nur noch nicht einen Antrag enthalten. Wollte ich nur jetzt, dass ich diese wichtige Unterscheidung mache. Kannst du gerne fortführen. Oder gibt es jetzt bis zu dem Zeitpunkt Fragen? Irgendwelche Arten, weil die ist ziemlich schnell. Nur mal ganz zur Einordnung, welche AGs sind das nochmal? Kannst du das nochmal nennen, die sich jetzt hinter dem 444 dort stellen, den wir auf dem Bundesparteitag haben? Das ist AG Geldordnung und Finanzpolitik, AG Wirtschaft und die Sozialpiraten. Und es gibt auch eine Unterschriftenliste auf der Wiki-Seite. Da hat auch der sozialpolitische Sprecher der Piratenpartei, der vor wenigen Tagen ernannt worden ist, der Thomas Kümmers unterzeichnet. Wir versuchen auch jetzt noch den die Kooperation mit dem Antrag Schulterschluss, wo ja die sechs AGs in einem anderen Themengebiet zusammengearbeitet haben. Und wir machen andauernd Meetings, Podiumsdiskussionen mit den anderen Antragstellern. Es gibt ja noch andere Anträge von Paula Dornheim und von Jan Hemmert.
ja auch bekannt. Da findet am 16. November in Engels in der Mampel auf der Bundesebene nochmal eine Diskussion zu allen drei Anträgen statt. Ansonsten findet das regelmäßig auch in den Landesverbänden statt, in Hessen jetzt, das ist mir nicht bekannt, aber da haben wir jetzt die Chance genutzt, hier am Hessen-Campus praktisch da ein bisschen das vorzustellen, auch wenn jetzt die anderen beiden Anträge an der Stelle nicht sind. Okay, dann gebe ich dir das zurück und dann stelle einen Lösungsvorschlag. Okay. Ja, ich wollte noch mal sagen, wir sind nach wie vor am Werben, dass Leute sich praktisch hinter diese Initiative gemeinsamer piratisches Wirtschaftsprogramm stellen, weil wir glauben, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir ein Wirtschaftsprogramm haben und dass wir auch ein sehr durchdachtes Wirtschaftsprogramm haben. Nur von der, um eine Vorstellung zu machen, hinter dem Antrag, der gar nicht so groß ist, stehen hunderte von Stunden Diskussion. Wir haben Analysen, das werde ich dann morgen, falls es gewünscht ist, noch, kann ich noch darlegen, hunderte von Stunden diskutiert, bis es dazu kam, und es war tatsächlich dann so, basisdemokratisch wurde Satz für Satz, Version für Version, wir hatten teilweise zu einem bestimmten Satz 10, 12 Formulierungsvorschläge, die dann eingedampft wurden, um dann festzustellen, ja, den wir gerade gesagt haben, war schon okay. Aber es ist ein Grundsatz. Es ist ein Antrag zum Grundsatzprogramm. Es ist ja in dem Sinne kein Wirtschaftsprogramm im Sinne von einer Förderung öffentlichen Wohnungsbaus etc. Sondern nein, es ist ein Grundsatz. Okay. Die Idee, um das nochmal zu zeigen. Die Idee ist ja, dass der Grundsatzantrag die Spitze bildet, und zwar die Grundwerte. Er soll Kontur geben. Und die Ziele, die sollen dann die AGs bilden, die sich dann unter diese Grundwerte subsumieren lassen. Das ist die Idee. Noch eine ganz kurze Frage. Ja. Die Vermögensverteilungsproblematik ist jetzt nach meiner Auffassung auch ein Teil der Krise und auch ein Teil der Ursache der Krise. War jetzt nicht bei euch erwähnt worden. Von Ihnen zum Punkt Verteilungsgerechtigkeit in dem Modul 2. Ich weiß nicht, ob es drittes oder zweites ist. Ich habe das. Da fängt aber schon das Problem an. Es ist angesprochen. Es ist angesprochen in dem Grundsatzantrag, aber es ist nicht, gehört nicht zum engeren Themengebiet über das, was wir gerade hier diskutieren. Tja, das ist die Frage. Check. Aber wie gesagt. Die Idee ist der Feind der guten. Moment, ja. Geht alles fürs Diskutieren. Hol es mal weiter. Schalter nach oben, das ist anders. Die Raummikros erfassen ist sowieso, ist kein Problem. Okay. Ja. Laut reden. Um jetzt die Ideen zu verstehen, um den Vorschlag zu verstehen, muss man zwei Begriffe kennen. Und zwar verbriefte Rechte versus gebuchte Rechte. Das ist der Kern. Und zwar die Architektur unseres Währungssystems stammt aus dem 18. Jahrhundert. In dieser Zeit gab es nicht einmal einen Hauch einer Vorstellung von Computer, aber selbst in unserer heutigen Zeit, in der Computer aus dem Bankensektor nicht mehr wegzudenken sind, ist unser Währungssystem geprägt durch diese Zeit und nutzt insbesondere nicht wirklich die Möglichkeiten, die ein Währungssystem bietet, das Computer in seiner DNA verankert hat, um es mal anschaulich auszudrücken. Doch zunächst zur Begriffsklärung. Ein verbrieftes Recht ist ein Dokument, in dem ein Recht nachgewiesen wird. Solche Dokumente nennt man Wertpapiere. Beispiel für solche Dokumente sind Aktien, Schuldverschreibungen, aber auch Bargeld. Das ist ein wichtiger Punkt. Das, was man hier hat, ist im Grunde genommen eine Schuldverschreibung. Gebuchte Rechte wurden früher in Büchern eingetragen, daher der Name. Heute werden die meisten gebuchte Rechte in Datenbanken auf Computern geführt. Die Verbriefung war die geniale Idee der Vorcomputer-Ära. Durch die Verbriefung konnte man zum Beispiel Ansprüche auf Geld
so einfach übertragen wie ein Blatt Papier. Eigentum und Übergabe. Das war der Eigentumswechsel. Und da ist das Recht aus dem Papier durch das Recht am Papier übertragen worden. Seit es Computer gibt, ist das Papier gewissermaßen der Sand im Getriebe und verhindert entscheidende Entwicklungen. Eine der entscheidenden Möglichkeiten führt zu unserem nächsten Ansatzpunkt. Die Frage, was sieht man hier? Banale Frage. Eigentlich war das mal eine Forderung gegenüber der Zentralbank. Ja. Ich sage es bewusst war. Falsch. Ja, okay. Ich sage, es ist einerseits richtig, aber andererseits falsch. Weil die meisten halten das für Geld. Okay. Aber das ist zu begreifen, dass das kein Geld ist, sondern ein Wertpapier. Das heißt, das Recht, das hierdurch verbrieft wird, ist abstrakt und kann man gar nicht sehen. Um das zu verdeutlichen. Was wird denn da darin verbrieft? Um zu verdeutlichen, das ist genauso, wenn so ein Namensschild, das würde zeigt auf mich als Person. Und wenn ich das Namensschild mit mir verwechseln würde, das ist genau dasselbe Fehler, den man macht, wenn man sagt, das ist Geld. Geld ist ein abstrakter Anspruch auf Geld. Und zwar, er fängt damit an, wenn ein Lieferant gegenüber einem Kunde einen Anspruch auf Geld hat, dann ist es beispielsweise die erste Ebene. Was wird dann gemacht? Er überweist ihm dann einen Anspruch einer Geschäftsbank. Das heißt, vom Anspruch auf Geld gegenüber dem Kunden wird ein Anspruch auf Geld gegenüber der Geschäftsbank. Und weiter, der Anspruch auf Geld gegenüber der Geschäftsbank, der kann jetzt kreisen. Das heißt, der kreist jetzt, und das ist der Punkt, wo die Geldschöpfung der Banken anfängt. Aber er ist gleichzeitig auch ein Anspruch auf Geld gegenüber der Zentralbank. Und bei der Zentralbank, an der untersten Ebene, da gibt es jetzt den Kreis. Das heißt, man kann Banknoten in Bargeld oder in Giralgeld oder kann es wechseln etc. Das heißt, auf der Ebene der Zentralbank macht Geld, ist Geld, der Anspruch auf Geld tauscht nur Geld. Dieses Verständnis muss man haben, dass man sieht, aha, Geld ist ein Recht und nicht ein Stück Papier. Deshalb ist es auch völlig egal, ob der Nachweis aus Gold ist oder ein Stück Papier oder ein Eintrag in einer Datenbank. Weil das ist nicht das Erhebliche, das ist der Nachweis und deshalb verbriefte versus gebuchte Rechte. Das Wichtige ist der Anspruch, der dahinter steht. Und man kann sagen, warum braucht Geld keine Deckung? Es hat dieser Anspruch, ist ein Rechtsanspruch, das heißt, es steht die ganze Macht des Staates dahinter. Das ist die größte Macht, die man in einem Rechtsstaat haben kann. Und das muss man praktisch begreifen, dass praktisch diese Form der Deckung in Anführungszeichen ist wesentlich mehr wert als ein Stück Gold bei kochenden Münzen etc. Jetzt die Umsetzung der Ideen. Die Banken, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, werden nicht abgeschafft, sondern ihnen werden Privilegien genommen. Und zwar Kundengelder entgegenzunehmen, Kredite zu vergeben, Geld zu schöpfen, Vermögen zu verwalten. Das heißt, diese Sonderstellung, die Banken ausmachen und daraus ihre Macht gewinnen, die wird im Grunde genommen, dieses Privileg wird genommen und es wird eine Art genossenschaftliche Plattform gebildet, in der jeder mit jedem aufgrund empfohlener, standardisierter und ausgewogener Verträge Finanzgeschäfte machen kann. Diese Frage der empfohlenen, standardisierten und ausgewogenen Verträge ist ein ganz entscheidender Punkt,
weil er die Komplexität aus diesem ganzen Thema rausnimmt und sagt, wenn ich einen bestimmten Art von Finanzgeschäft machen kann, dann steht mir der oder der und der Vertrag zur Verfügung und ich weiß, er ist ausgewogen. Heute haben wir ja, geht der Kampf auf der Ebene der Verträge. Das heißt, jeder möchte möglichst den anderen über den Tisch ziehen. Anstatt dass wir sagen, lass uns den Wettbewerb auf der Leistungsebene führen und faire Verträge machen. Dann, das ist nämlich eines der ganz großen Kernpunkte. Ich denke, Freiheit gibt es in zwei Varianten. Einmal Freiheit und die Macht des Stärkeren. Das ist dann die Variante mit Vertragsfreiheit. Oder Freiheit und Verantwortung. Und das wäre dann die Variante, dass man sagt, man kann alles machen, aber mit fairen Verträgen. Und das ist, glaube ich, wäre eine ganz entscheidende Änderung in der gesamten Wirtschaftspolitik überhaupt. Diese Idee ist nicht neu. Und zwar diese Idee kommt aus der Technik und nennt sich dort die Normen. Das heißt, für uns ist alle völlig klar, dass man sagt, nicht jede Firma macht ihr eigenes Schraubensortiment, macht nicht ihr eigenen Maße und Gewichte, sondern man einigt sich darauf, was es heißt, ein Zentimeter, ein Meter oder bestimmte Schrauben, was sie leisten zu können und was sie nicht leisten können. Und wenn man diese Idee umsetzt jetzt auf das Schuldrecht, dann hat man im Grunde genommen diese empfohlene, standardisierte und ausgewogene Verträge. Verständnisfrage? Ja. Demnach bedarf es dann künftig, wenn die Idee verwirklicht werden sollte, dann bedarf man keiner Banklizenz oder keiner Lizenz. Das dürfte jeder machen. Ich, genau. Du, ich komme da noch. Ich komme da noch. Gut. Ich komme da noch drauf. Ja, ja. Wir haben das Buch gerade schon. Okay. Umsetzung dieser Idee. Die sogenannte Währungsinfrastruktur wickelt auch den Zahlungsverkehr ab, weist Ansprüche auf Geld nach und schafft für jeden Zusatznutzen. Durch diese Plattform könnten sich Kreditgeber und Kreditnehmer das Feld der Banken, das heißt die Zinsdifferenz zwischen Soll- und Habenzinsen, teilen. Dieses Feld ist immerhin in Deutschland 90 Milliarden Euro wert. Das ist aus meiner Sicht, man darf nicht nur gute Ideen haben, sondern man braucht die ökonomische Kraft, die eine Idee vorantreibt. Und 90 Milliarden ist auch ein solches Argument, was hilft, so eine Idee umzusetzen. Neben dem Zinsüberschuss können sich die Nutzer auch den größten Teil der Provisionsüberschüsse der Banken in Größe von 29 Milliarden teilen. Das heißt, da gibt es einen klaren Gewinner und klare Verlierer in dem System, aber kein Verbot. Kein Verbot, ich möchte das ausdrücklich betonen. Währungsinfrastruktur in öffentlicher Hand, alle Teilnehmer sind gleichberechtigt und werden gleich behandelt. Das ist einer der wichtigen Punkte. Einfache und klare Regeln, dadurch wird praktisch die Komplexität auf praktisch unter 1% der jetzigen Komplexität zusammengedampft. Das heißt, die Sachen sind wieder verstehbar, sie sind wieder einfach und das ist meines Erachtens die Voraussetzung auch für ein gutes Geldsystem. Die Geldschöpfung liegt bei der Zentralbank. Das heißt, das wird allen genommen. Es gibt praktisch nur staatliches Geld, wenn man so will. Und der Geldschöpfungsgewinn fließt in voller Höhe an den Staat. Es ist too good to be true. Ja? Aber wir leben ja nicht nur in Deutschland. Also selbst wenn man sowas als Programm an die Wand schmeißt, wo ich vollumfänglich dabei bin, wird ja sofort die Finanzwelt sofort schreien, wir sind nicht allein und unsere europäischen Nachbarn, die Welt und überhaupt, wir werden verrecken, wenn wir anfangen, so mit unserem Geld umzugehen. Ja, das wäre natürlich dann die Detaildiskussion und ich würde gerne dann darauf einkommen, da habe ich natürlich auch schon dran gedacht,
Das Beste, was passieren könnte, ist, wenn sie tatsächlich uns verweigern würde. Das sind eine Detaildiskussion, was noch dazu kommt. Ja. Ich würde beantragen, erstmal den Vortrag zu Ende anzuhören und nicht zu unterbrechen. Ich finde das ziemlich mühsam. Ich glaube, da kommen wir weiter, wenn wir hinterher. Der Sinn heißt nicht ohne Grund Währungsinfrastruktur und nicht Währungssystem. Was ist die Grundidee eines Infrastruktur? Eine Infrastruktur ist ein System, das hat einen großen Unterbau, zum Beispiel Verkehrsinfrastruktur, und hat eine kleine Schnittstelle, wie beispielsweise ein Auto oder eine Fahrkarte. Und praktisch das ist die Idee einer Infrastruktur. Das heißt, das Währungssystem soll so gestaltet werden, dass diese Institution, diese Währungsinfrastruktur betreibt, die macht den Unterbau, und der ganz normale Personalausweis ist die Karte der Zugang. Weil da wird amtliche Identität festgestellt und damit kann man dann zugreifen. Jeder bekommt einen Block von Konten. Die Konten sollen so aufgebaut werden wie die Internetadresse. Daher kennt man vielleicht den Zusammenhang, dass ich aus der IT komme. Und zwar praktisch ein normaler Bürger, der hätte dann meinetwegen 64 Konten standardmäßig und ein großes Unternehmen hätte dann zigtausende von Konten, weil der erste Teil bezeichnet das Unternehmen, der nächste Teil der IP-Adresse oder Kontenadresse, der ist dann frei vergehbar durch die Bank. Und was noch dazu kommt, die Konten könnten dann normal sprechende Namen haben, zum Beispiel ein Konto könnte heißen Arne Fallsteller und darauf könnte dann eine Überweisung stattfinden, genau wie wir es heute bei IP-Adressen haben. Ein Konto könnte heißen zum Beispiel IBM Vertrieb 4711 oder Herr Meier. Das heißt, es wären Konten mit Klarnamen und diese Idee könnte man damit verwirklichen. Ja. Der Satz davor oder dem Stichwort Geldschöpfung liegt bei der Zentralbank, kann ich mir überhaupt nichts vorstellen. Was ist jetzt und was wird sich dann ändern? Diese 20 Euro, die darf nur die Zentralbank machen. Und dieses Recht, Geld zu schöpfen, ist beim Bargeld, liegt bei der Zentralbank bzw. bei Münzen beim Staat. Der Vorteil ist, um an diese 20 Euro zu kommen, muss irgendjemand in der Kette bei der Zentralbank einen Kredit aufnehmen über 20 Euro. Und für diesen Kredit von 20 Euro zahlt er dann Zinsen. Und diese Zinsen sind der Geldschöpfungsbeleg. Okay? Bei Münzen wird es so gemacht, der verkauft der Staat an die Zentralbank die Münzen zum Nominalwert. Da wird der sogenannte Geldschöpfungsbeleg einmalig realisiert. Und wenn jetzt diese Geldschöpfung zurück an die Zentralbank ginge, dann könnte man fast die gesamten Schulden Deutschlands durch eine einmalige Realisierung des Geldschöpfungsgewinns abbauen, ohne Inflation. Das heißt, man würde auf diese Art und Weise ein Buch reinlegen, 41 Milliarden betragen die Zinsen in Deutschland pro Jahr im Bundeshaushalt und der Schuldendienst. Das heißt, man hätte mit einem Schlag ein deutliches Plus im Haushalt und hätte damit und auch die gesamten Schulden oder mehr oder weniger abgebaut. Ja. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Was ist denn diese Geldschöpfung? Also darf ich es mal versuchen? Weil ich habe es erst vor kurzem verstanden. Vielleicht kriege ich es so hin, dass er es versteht. Ich habe immer gedacht, alle bringen Geld zur Bank, 100 Euro von mir, 100 Euro von dir, das wird gesammelt und dann entscheidet die Bank, es irgendjemandem zu leihen. Aber das Verfahren ist ein anderes. Ich bringe 100 Euro auf die Bank und die Bank leiht dir 1000 Euro. So, und kriegt von dir Zinsen für 1000 Euro. Sie darf das, weil sie nur ein bestimmtes Eigenkapital haben muss. Und diese Einlage sozusagen, das zählt wohl, ich bin kein Experte, irgendwie zu diesem Eigenkapital. Also sie kann 1000 Euro verleihen, wenn sie nur 100 Euro von mir bekommen hat. Sie zahlt für mich, mir zahlt sie Zinsen für die 100 Euro und von dir kriegt sie Zinsen für 1000 Euro. Und diese Differenz ist, dass sie eben 900 Euro sozusagen auf dem Bankkonto geschaffen hat, einfach durch eine Zahl, die auf einem Server erscheint. Das ist diese Giralgeld, diese Geldschöpfung, dass die Bank
verspricht dafür, die Bank bürgt für diese 900 Euro. Das ist der Glauben, dass die Bank diese 900 Euro jederzeit zahlen kann. Wenn die Bank, das ist auch, wenn die Bank zusammenbricht, dann brechen auch diese Forderungen, dann verschwindet auch dieses Geld. Und das ist die Bank. Also ich bin kein Experte, aber diese Chirag. Ja, nur die Einlagen bei der Bank gehören nicht zum Eigenkapital, sondern zum Fremdkapital. Nur zur Klärung, dass wir hier nichts Falsches übermitteln. Ja, dachte ich mir. Nur zum Verständnis. Das ist einer der schwierigen Punkte, die wir auch in der AG Geldordnung praktisch sehr heftig diskutiert haben, aber auch geklärt haben, was die Geldschöpfung anbelangt. Und zwar, selbst wenn Banken diese Türme kaufen, die Hunderte von Millionen, zahlt sie die mit selbstgemachtem Geld. Es ist unvorstellbar. Und es ist natürlich klar, jemand, der seine Rechnungen mit selbstgemachtem Geld bezahlen kann, hat gegenüber der gesamten Volkswirtschaft ein strategischer Vorteil. Aber ist das selbstgemachte Geld das, was er beschrieben hat? Es ist das, und zwar der Buchungssatz. Der Buchungssatz lautet, wenn ein Kredit vergeben wird, Kredit Kunde XY an Girokonto XY. Vielleicht hilft das Wort virtuelles Geld gegenüber reales Geld. Das ist genauso wenig real. Wir haben ja vorhin gesagt, diese 20 Euro sind ja nur der Nachweis. Das abstrakte Recht ist das Geld, was eigentlich da ist. Ja. Könnte man noch zwei, drei Sätze über Geldmengen? Also früher hatten wir ja die drei Geldmengen im 1, 2 und 3. Kann man dazu noch was sagen? Ja, die Geldmenge, habe ich ja vorhin gesagt, liegt ungefähr bei 2 Billionen. Die M1. Und zwar, die wird abgestuft nach praktisch Bankbuch Münzen. Dann das Giralgeld, das sind die Zinseinlagen der Nichtbanken und Beigeschäftsbanken. Das sind dann ungefähr 1,1. Und dann kommt M2, M3 und das geht dann praktisch in der Größenordnung, sind das dann so 2 Billionen. So. Darf ich einen Satz sagen? Ja. Weil ich glaube, es nochmal zum Verständnis, weil es geht um Geschäftsbankengeld versus Zentralbankgeld. Also das Giralgeld, wo dieser Hebel funktioniert, und es gibt da einen Mindestreservesatz, der das begrenzt, das handelt sich eben um Giralgeld, also was du als Zahl auf dem Konto hast. Sobald du jetzt das dir auszahlen lässt in Bargeld, dann wird es sozusagen in Zentralbankgeld ausgezahlt. Und wenn das jetzt alle Leute machen würden bei den Geschäftsbanken, würden ihre ganzen Giro, was auf dem Girokonto steht, auszahlen lassen, dann würden alle Banken zusammenbrechen, weil es eben, also die Geschäftsbanken versprechen quasi mehr Geld, als sie überhaupt haben, weil sie wissen natürlich, die Leute wollen ja das gar nicht alles in bar haben. Das System funktioniert auch, solange die Leute es nicht in bar haben wollen. Aber dann hätte ich sofort die Rückfrage. Dann ist das, was auf dem Giralgeld ist, Konto, aber etwas, was jemand anders der Bank gegeben hat, das ist die Lohneinzahlung jeden Monat, dann ist das nicht das, was... Das wird aufgehebelt. Aber die hebeln es hoch, weil sie wissen, es kommen nur 10% der Leute und wollen es in bar. Das dürfen nur Banken. Das hat doch mit dem bar nichts zu tun. Darf ich dieses Thema wirklich verständlich abzuhandeln, brauchen wir mindestens 3 Stunden. Ich wollte es nur sagen, manche Themen lassen sich nicht so zwischen Türen und Angeln abarbeiten. Versuch's mal mit Wikipedia. Hat mir geholfen. So. Dadurch wird die Systemänderung. Machtkonzentration durch die Banken wird aufgelöst. Erhebliche Vereinfachung des Finanzsektors, systembedingte und staatsgefährdete Systemkrisen werden ausgeschlossen. Bankenranz werden systembedingt ausgeschlossen, weil das Giralgeld wäre praktisch nur eine andere Nachweisform von Banknoten. Das heißt, man hätte dann verbrieftes oder gebuchtes Zentralbankgeld. Ja. Habt ihr, also ohne dass ich das denen jetzt dann im Training hinterher sagen würde, das würde doch zu gigantischen Entlassungen bei den Banken führen, weil die ja quasi in ihrer bestehenden Form überflüssig. Das ist natürlich klar. Also da stehen ja dann auch wieder Kosten dem sozusagen. Du kannst keinen Substrommel legen und dich vorschlagen. Doch im Zoo. Unter einem Bankenranz, dass praktisch die Leute ihre Sicherheitslagen zur Bank geben und das mit bar abheben wollen.
Und das bringt natürlich die Bank in erhebliche Schwierigkeiten, weil solange das Geld auf dem Computer der Bank kreist, kostet es die Bank nur den Strom, dass der Computer sowieso fest. Und die IT-Leute für die Programme. Und die IT-Leute für die Programme. So. Und was ich noch machen möchte, es ist so, neben den Änderungen, die ich hier angesprochen habe, gibt es noch erhebliche Vorteile für alle Nutzer, in Klammer außer Banken. Das heißt, das System, das hier vorgeschlagen wird, möchte nicht nur die Probleme lösen, sondern durch den neuen Ansatz möchte es ganz neue Synergieeffekte und Quellen schaffen, die ein Währungssystem erfüllen und leisten könnte. So, die Banken sind wir. Sie können sich vielleicht erinnern, das Diagramm, die Banken sind nicht mehr die Nabel, sondern durch das Ausschalten der Notwendigkeit, dass die Banken die Nabel bilden, können sich praktisch alle gegenseitig Finanzgeschäfte tätigen auf einer fairen Basis. Und praktisch jetzt ist es auch so, dass dann Projekte, die vielleicht gar nicht finanziert werden, weil darüber entscheiden Leute, die gewissermaßen im Bankenmilieu aufgewachsen sind, während jetzt können auch Projekte finanziert werden, die völlig unabhängig sind, die darüber hinaus auch aus anderer Motivation finanziert werden. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass jemand sagt, ich habe für die Energiewende ein paar gute Ideen, ist ein Risiko dabei, aber vielleicht gibt es Leute, die sagen, okay, einen gewissen Betrag bin ich bereit, der Energiewende das zu machen. Ja. Zwei Aspekte dabei, also bei diesem Teil, die ich nicht so sehe. Zum einen gibt es das heute schon. Ich bin direkt beteiligt an einer Windkraftanlage. Das heißt, ich habe denen einen Kredit direkt gegeben, bin da jetzt halt Mitunternehmer. Das ist ja eigentlich nichts anderes als so ein direkter Austausch. Und zum anderen gibt es einen großen Bereich, wo ich als Einzelner nicht beurteilen kann, ob der Kreditnehmer nun kreditwürdig ist oder nicht. Und da würde ich immer noch zu einer Bank gehen und würde sagen, kümmert ihr euch darum, garantiert mir, dass ihr nur würdige Kreditnehmer auswählt und so weiter. Also die Institution Bank würde damit ja nicht verschwinden. Doch, und zwar, beziehungsweise nein, die Banken hätten eine Chance, in diesem neuen Umfeld eine Aufgabe zu finden. Das wäre unter Umständen eine. Aber jetzt hätten dann sogar Spekulanten, hätten jetzt Risikonehmer, hätten jetzt eine sinnvolle Funktion. Nämlich die könnten dann für entsprechende Zinsmarge dieses Risiko aufkaufen und könnten dann gewissermaßen jetzt wieder dezentralisiert die Rolle der Banken übernehmen. Das ist ein Punkt. Das zweite Punkt, den habe ich jetzt hier nicht angesprochen, sondern nur, wenn du jetzt den Punkt machst. Es ist vorgesehen, in diesem System einen Bonitätsindex zu machen. Und dieser Bonitätsindex funktioniert so ähnlich wie praktisch bei eBay, nur aufgrund von Tatsachen. Das heißt, wer seine Rechnungen pünktlich bezahlt, hat Bonität 100 als Beispiel. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu. Wer darüber hinaus die Politik der Bundesbank unterstützt, der Zentralbank unterstützt, kann damit eine Superbonität erwerben, und kriegt dadurch Zugriff auf die Angebote der Zentralbank. Das bedeutet, anstatt dass jetzt Hunderte von Milliarden in den Finanzsektor durch die Zentralbank geschossen werden, die dann nichts anderes vorhaben mit dem Geld, als die Politik der Zentralbank teilweise zu sabotieren, würde jetzt passieren, dass ein normaler Häuslebauer könnte dann, der Superbonität hat, könnte ein Kredit in heutigen Konditionen von 0,7% sein Haus finanzieren. Das hat mich abgehängt. Die gesamte Denke und der gesamte Wirkungsmechanismus des Bankensektors würde geändert werden. Ja. Also ich würde Ihnen da zustimmen und würde sagen, diese Bonität ist ja rückwärts gewandt aus den Daten, die wir haben, aus den Erfahrungen. Ja. Aber den Kredit, den ein Unternehmen aufnimmt, ist ja zukunftsgerichtet. Das heißt, auf die Erwartungen, wie sich Märkte orientieren, wie sich Märkte entwickeln. Und das hat nicht nur was mit den Bonitäten zu tun. Das heißt, für die Einschätzung
von solchen zukunftsgerichteten Krediten, da würde ich schon schätzen, da braucht es gewisse Leute und ich weiß nicht, ob sich das dann Bank nennt, aber diese Leute... Berater. Ja, ja, aber diese Leute brauchen es. Ich sehe, wir haben noch zwei Folien, können wir die mal fertig machen. Okay, aber nur um die Idee, zu verdeutlichen, dass hier eine ganze Reihe von Mechanismen drin, die genau auf das Vorwärtsgriff für jedes Geschäft einen Risikoindex berechnen. Und dieser Risikoindex geht genau in die Zukunft. Okay, so, das wäre das eine, ist nochmal zusammenzufassen. Durch die Netzstruktur wird die Macht der Banken gebrochen. Das ist praktisch der entscheidende Punkt. Und es ist so, das Risiko wird aufgelöst. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Das heißt, in unserem jetzigen Wertesystem besteht systembedingt ein ganz, ganz großes Risiko. Und dieses Risiko würde neutralisiert werden. Das heißt, es würde tatsächlich aufgehoben werden. Was noch dazu kommt, hatte ich ja schon erwähnt, Kreditgeber und Kreditnehmer können sich den Zinshohertrag der Banken teilen. Risikonehmer sind ausdrücklich erwünscht, hatte ich ja auch schon betont. Und die Währungsinfrastruktur übernimmt und automatisiert eine Reihe von Aufgaben wie Zahlungsverkehr, Abwicklung, Losgröße-Transformation. Nur zur Information, die Zahlungen wertmäßig, die heute über die Zentralbank laufen, praktisch der Interbanken-Zahlungsverkehr, ist dreimal so hoch wie der Zahlungsverkehr der Nichtbanken und Geschäftsbanken. Das heißt praktisch, selbst wenn man nichts machen würde, die Infrastruktur der Zentralbank würde schon abreichen, um das abzufackeln, was wir hier haben. Und möglicherweise natürlich ein bisschen ausgedehnt werden, aber ich weiß es nicht mehr. So, das ist der entscheidende Punkt in der Änderung. Jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt. Und zwar Stabilisierung der Finanzmärkte durch Entschleunigung. Und zwar, das ist so, durch Hochfrequenzhandel, durch den ganzen Handel, muss immer praktisch sekundengenau Angebot und Nachfrage wird ausgeglichen. Hier wird vorgeschlagen, dass man sagt, man tut alle vier Stunden macht man gewissermaßen einen Markt. In der Zwischenzeit buchen Angebot und Nachfrage werden auf dieses Marktkonto gebucht. Und was jetzt der entscheidende Punkt ist, es wird nicht nach der aktuellen Angebot- und Nachfrage der Preis gerichtet, sondern nach einem langfristigen ermittelten Durchschnittswert. Der Vorteil ist, dass man tatsächlich selbst auf den Finanzmärkten dann Preisstabilität bekommt, was in dem heutigen System jenseits jeder Vorstellung ist und natürlich auch gar nicht gewollt ist, weil die Schwankungen werden gebraucht zum Spekulieren. Ja. Die Wiedereinführung des Kursmaklers, ist das? Nicht ganz, weil, um das zu verstehen, müsste man auch jetzt noch ins Detailpapier gucken. Die Leute, die Superbonität haben wollen, herangezogen. Das heißt, wenn Angebot und Nachfrage sich nicht ausgleichen, dann kann einer, der Superbonität haben möchte, der kann dann zum Beispiel sagen, ich bin bereit, dass von dem und dem Wertpapier bis zu 5% des Bestandes von mir automatisch verkauft werden kann, damit Märkte ausgeglichen werden können. Ja, jetzt möchte ich noch Werbung machen für den Arbeitskreis. Geldordnung 2.0, das ist die Küche, wo wir diese Ideen kochen. Und Währungsinfrastruktur in öffentlicher Hand heißt hier das Thema. Und ja, ich würde mich jederzeit freuen, kommen Sie in die AG Geldordnung und diskutieren Sie mit. Ich bedanke mich. Okay, super. Ihr habt auch wirklich aufmerksam zugehört. Vielen Dank auch an euch, das war bestimmt nicht einfach eben, die Kost. Aber dennoch zwingend notwendig. Lasst mich noch ein paar Sachen sagen. Also, seit der amerikanischen und der französischen Revolution haben wir irgendwie es hingekriegt, den Staat einer Gewaltenteilung, also legislative, exekutive und judikative, unterzubringen. Aber was bei der ganzen Diskussion anschließend, auch in diesem ganzen Dings Rechtsschema, wo wir uns als Piraten ja eigentlich gar nicht wiederfinden, sondern
den Anspruch haben, eine Bewegung oder was Neuartiges zu bilden, fällt es auf, gerade durch diese Krise, die vor 4, 5 Jahren jetzt ausgebrochen ist, dass der Bereich Geld und Geldschöpfung überhaupt nicht berücksichtigt wurde bei dieser Gewaltenteilung. Das heißt, wir haben eine noch nicht fertige Demokratie. Und wir müssen dringend diese Lücke schließen und uns um dieses Thema bemühen. Und da ist zuallererst mal Aufklärung notwendig. Das habt ihr heute gerade jetzt mitgekriegt. Vieles von dem, was ihr eben gehört habt, habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gehört. Und Jörg hat auch gesagt, hat das vor wenigen Wochen die Geldschöpfung richtig verstanden. So ging es vielen von uns auch. Wir sind ja gewachsen als AG von 25 im Februar auf jetzt 125. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Das war jetzt ein Lösungsmodul vom Ahnen. Aber in unserem Staat gibt es noch andere Bemühungen. Es gibt zum Beispiel die Bemühung der Monetative. Da war ich letzte Woche auf der ersten Jahrestagung in Berlin. Das ist ein eingetragener Verein. Die Piratenpartei kooperiert auch in der Eurokrise mit Demokratie e.V. Wie ihr wisst, habt ihr bei unseren Pressemitteilungen mitbekommen, wo wir uns immer hinter die gestellt haben und zusammen mit den Klagen unterstützt haben, gegen den ESM zum Beispiel. Der Vorstand von Demokratie e.V. ist jetzt dort eingetreten, bei Monetative, und will auch in Deutschland, genau wie in der Schweiz, eine Volksbefragung erzwingen zu der Neuregulierung der Geldschöpfung. Finde ich einen wunderbaren Ansatz, wo wir zusammenarbeiten können mit denen. Also es geht weit über die Piratenparteien hinaus, nach meiner Meinung, sondern es ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, der hier irgendwie hier erfüllt werden muss, dass wir endlich die Hoheit der Geldschöpfung in die Hand der Gemeinschaft kriegen. Und das ist eigentlich ein Kampf, der seit über 200 Jahren tobt und der sehr intransparent gehalten wird, auch von dem Hintergrund. Also das ist wirklich eine große Aufgabe. Einladen möchte ich euch alle am Mittwoch in der Mampel, der AG Geldordnung, kommt Professor Werner. Das ist einer der wichtigsten Geldexperten deutschsprachig. Der war lange Jahre in Japan, ist jetzt in England an der University of Southampton. Er wird uns am Mittwoch auch wieder die ganzen Sachverhalte erklären. Er hat auch einen Vortrag gehalten in Göttingen bei den Real Economics und jetzt am letzten Sonntag in Berlin bei der Monetative. Also ihr seid recht herzlich eingeladen dort. Wir machen regelmäßig Podiumsdiskussionen auf der Wiki-Seite. Das ist jetzt die 11. Arme, die wir durchführen. Wir hatten so viele, Professor Huber von der Monetative, Professor Flassbeck bei uns, Bofinger, Regling von ESM, Dr. Meyer, Ex-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Gestellter von Boston Consulting Group, Max Otte, und jetzt kommt Professor Werner, um alle verschiedenen Ausrichtungen auch mal anzuhören und dann irgendwie parteiisch und noch einseitig uns zu informieren. Also auch da könnt ihr alles nochmal nachhören, was bisher schon gemacht wurde in der Arbeit. Und ja, wenn es jetzt noch Fragen gibt. Also es gibt verschiedene Aspekte, wo ich gerne eine Menge darüber diskutieren würde, von dem, was ich eben gehört habe, weil das mit Datenschutz und mit Transparenz und so weiter, da habe ich die eine oder andere Befürchtung. Aber ein Punkt, der hier drin war, war ja auch Geldschöpfung wieder zur Zentralbank, also Vollgeld. Und das ist etwas, wo ich eben vor ein paar Wochen auf Telopolis drüber gestolpert bin, wo sie auch einen Artikel zu dem Thema hatten. Und da wollte ich nochmal darauf hinweisen, ich fand das auch erst absurd, aber auch auf Telopolis haben sie geschrieben, wenn man das durchführen würde, könnte man mit diesem einmaligen Ausgeben der Kredite an die ganzen Banken und mit der Kohle, die Zentralbank, die gesamten Staatsschulden tilgen. So, das ist eine absurde Idee. Und die auf Telopolis haben sie aber auf ein Papier des Internationalen Währungsfonds, beziehungsweise von zwei Mitarbeitern des Währungsfonds verwiesen, die wohl anscheinend, wenn die da arbeiten, zumindest was von der Materie verstehen, die genau diese Idee, die irgendwie schon irgendwie 100 Jahre alt ist, dort nochmal analysiert haben mit Computerprogrammen und so weiter und haben gesagt, ja, im Prinzip könnte das funktionieren. Also es scheint nicht irgendwie nur hier so ein paar Spinner-Piraten zu sein, sondern... Danke, dass du den Hinweis gemacht hast. Das ist Michael Gumhoff, also auch ein Deutscher, aber auch in Berlin. Ich durfte ihn interviewen letzten Sonntag. Ah, okay. Ich hätte ihn auch gern zur Piratenpartei geholt, aber die Statuten des IWF, des Internationalen Währungsfonds, lassen es nicht zu, dass Forscher des IWF bei Parteien tätig werden. Also wenn wir unsere Stiftung schon hätten, ich glaube, da war auch eine Dame da, die da, genau, dann könnten wir ihn kriegen, aber als Referent für eine Partei darf er nicht auftreten. Das ist, aber du hast vollkommen richtig, das Ganze ist aus einer Exotenecke raus. Die Massenmedien kümmern sich mittlerweile drum, auch die Mainstream-Medien, es war Süddeutsche Spiegel, Deutschlandfunk und Zeit da. Und danke für Fragen.
Ja, da war vorhin die Frage mit der internationalen Ausrichtung. Jetzt habe ich diese Woche gehört, dass ja der Schweizer Franken ein besonderes Problem hat, da der ja, um den Kurs zu drücken, wegen des Ansturms, sehr, sehr viel Euros gekauft hat. Und eigentlich ein Euro ist, der nur Schweizer Franken heißt, weil er so abhängig geworden ist. Also eigentlich fast eine Übernahme der des Schweizer Frankens. Also das war die Theorie, die ich gehört habe, das wurde auch begründet, von, ich glaube, das war Professor Wiebesinke, aber es war ein Weber-Sinke, Hochschule Aschaffenburg. Ich habe kein gutes Namensgedächtnis. Aber jetzt wollte ich fragen, wie wäre das vielleicht ein Weg, das dann zu internationalisieren, dass man sozusagen andere Währungen, ja, das ist ja fast eine Übernahme, dass man dann so in die Enge treibt, ich denke da um Dänemark, weil alles mit der EU, oder hat man das Problem gesehen, was Zentralbank Schweizer muss die Strukturen doch ändern, das ist ja... Nein, ich glaube, das Währungssystem, so wie es vorgeschlagen hat, auch im Detail, hat so viele Vorteile, dass es von sich aus attraktiv ist. Nur glaube ich, dass natürlich die gesamte Finanzoligarchie, die aus diesem System profitiert, natürlich alles in ihrer Macht stehende tun würde, das zu verhindern. Wir hatten die Chance, nämlich Finanzkrise 2007, 2008, wo die Banken dran standen. Aber ich sehe auch hier ganz sehr gute Möglichkeiten, das zu verwirklichen. Wenn beispielsweise die Bundesregierung hinstellen würde und sagen, wir garantieren nicht mehr für die Banken. Nur noch, wenn dieses Geld bei dieser Währungsinfrastruktur ist. Da haben sie dann über Nacht die Katastrophe. Und nochmal der Punkt, aus meiner Sicht wäre sogar dieser Zusammenbruch notwendig, weil die Billionen an Geld im Finanzsektor, der aufgeblasen wurde, wenn der tatsächlich gesichert wird, könnte er ja dann tatsächlich reale Güter kaufen. Und das wäre so ähnlich wie ein Diebstahl. Und aus diesem Grund wäre es meines Erachtens notwendig, dass praktisch dieses in Anführungszeichen nur im Schein des Rechtes erworbene Geld, dass das tatsächlich den Bach runtergeht. Ich fand den Einwand von dir vorhin ganz gut, als du gesagt hast, wir müssen das versuchen zu internationalisieren, sonst, also ich glaube auch ein nationaler Eingang würde da gar nichts bringen. Deswegen bin ich eigentlich sehr dafür, dass die Europäische Union und die Eurogruppe das gemeinschaftlich machen würden. Das wäre das Minimum. Ich glaube, dann hätten wir auch die Chance, dass andere Weltregionen, mit denen wir ja fairen Handel treiben wollen in Zukunft, sich da anschließen. Natürlich werden diejenigen geschädigt, die heute das Weltfinanzsystem dominieren. Das muss man ganz klar sagen. Wir würden klar gegen die Interessen der zwei Finanzzentren London und New York uns dagegen wenden, gegen deren Interessen. Das muss jedem bewusst sein. Aber ich glaube, wenn wir Geld als eine Einrichtung sehen, die uns allen gehört und nicht Partikularinteressen gehören sollte, dann ist das ein ganz normaler demokratischer Vorgang und wir können dann unsere Freunde in England und in den USA nur auffordern, es uns gleich zu tun und in ihren Ländern es dann nachzuziehen. Also das ist meine persönliche Meinung. Also der ganze Euroraum und die Europäische Union sollte zusammenbleiben und es gemeinschaftlich realisieren. Und danach können wir dann in einer großen Familie unsere internen Probleme, die wir jetzt gerade haben, nämlich dass wir unterschiedlich leistungsfähig sind, dass wir im Augenblick so eine Zwangsjagd mit einheitlichen Währung haben, die aber nur deswegen schlecht wird, weil der Kapitalmarkt so einen Druck auf die ganze Sache macht. Deswegen wird der ganze soziale Bau leer gemacht. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz zu dem Überschrift hier, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, stoppt den Demokratieabbau durch die Finanzmärkte. Da möchte ich nochmal auf den Blog unserer AG gleich tun verweisen. Da gab es eine ganz neue Dokumentation, ganz überraschend vom ZDF sogar, die wir da verlinkt haben. Da seht ihr mal, wie dramatisch die Situation in den gesamten Südländern mittlerweile ist, wie das von einer Eskalationsstufe zur nächsten getrieben wird im Augenblick. Also guckt mal auf den Blog, auf der Wiki-Seite an die Geldordnung. Wir haben einen Blog geldsystempiraten.de. Da wird immer auf dem neuesten Stand gehalten über die neuesten Entwicklungen. Ganz allgemein zu dir, Arne, zu deinem Vortrag. Bis zu dem Punkt, wo du auch darauf eingehst. Mit Geld, was Geld ist, da kann ich dir sagen, historisch gesehen war
dieser Geldschein irgendwann mal eine Banknote, ein Lagerschein. Und mit Mitte der 70er Jahre hat sich das Wirtschaftssystem von einem wertgedeckten Geld verabschiedet. Und genau das war der Punkt, wo die Realwirtschaft und die Geldmenge, die sich vorher linear entwickelt haben, zwar auseinandergehen, aber linear, wo es dann angefangen hat, wo die Geldmenge sich exponentiell entwickelt. Und die Realwirtschaft ist nur kontinuierlich linear weitergewachsen über die Jahre. Und das ist der Punkt. Und gleichzeitig hat hier der Staat, und nicht nur unser Staat, sondern alle Staaten, versagt, weil die Randbedingungen, damit sowas nicht passieren kann, ist, dass Geldanhäufungen bei einzelnen Personen, sei es jetzt juristische Personen oder reelle Personen, wenn es dort, wenn der Staat die Randbedingungen geschaffen hätte, dass es nicht zu diesen Anhäufungen von diesen Vermögen kommt, dass man mit diesem Vermögen noch mehr Vermögen machen kann. Wenn dagegen gesteuert worden wäre, wären wir nicht in diese Situation gekommen. Das heißt, aber auf der anderen Seite, dass gewisse Leute auch ins Realvermögen investiert hätten und nicht in irgendwelche Finanzmarktprodukte. Das wiederum hat im Prinzip den Crash nur weiter rausgezögert und es hätte vielleicht früher schon, ich sag mal, zu gewissen Umverteilungen geführt. Ich persönlich finde es gut, was du sagst, aber was hier auch angesprochen worden ist, dein Lösungsansatz, den du hast, greift meiner Meinung nach etwas ins Leere, weil prinzipiell kann das auch heute schon stattfinden. Man braucht keine normierten Verträge untereinander, weil auch Normausschüsse haben immer einzelne Firmeninteressen vertreten. Das muss man auch mal sehen, wenn man aus dem Ingenieurswesen kommt. Ja. Okay, ich glaube, man kann aus diesem anderthalb Stunden Vortrag, noch ohne das Papier im Detail zu können, eigentlich kein Urteil fällen. Was mich eigentlich interessieren würde, ist, seid ihr der Meinung, dass man solche Themen auch in den Bundestagswahlkampf tragen kann und sollte? Da bin ich mal um entsprechende Zeichen, beziehungsweise wer ist dagegen, dass man, der meint, das ist zu heißes Thema? Was ist denn solche Themen? Was meinst du denn mit solchen Themen? Ja, dass man beispielsweise solche Vorschläge auch im Bundestagswahlkampf dritt zum Thema macht, hier in den Bund diskutiert. Und nicht nur beispielsweise Bankentrennung und so weiter. Aber mein Vorschlag, wir haben jetzt halt, wer macht denn eigentlich die Ordnung? Von Olga ist keiner da. Die kommen wahrscheinlich gleich rein. Hier wird jetzt der Telefon müsste theoretisch sein. Ja. Mein Vorschlag, wir machen jetzt gerade die Runde. Ja, du, dann du. So. Ja. Ich bin grundsätzlich dagegen. Das ist das gute Modell. Da bin ich jetzt nicht unbedingt einverstanden, aber grundsätzlich ist das Modell in Ordnung. Aber wie wollen man solche Modelle der Normalbevölkerung, das ist so mein Problem damit, der Normalbevölkerung rüberbringen? Da kommen ja wirklich Sachen von BWL Grundsemester vor. Also das sind teilweise Ausdrücke, da musst du dich wirklich damit auseinandergesetzt haben. Wie willst du es den Otto-Normalverbraucher so verkaufen, aus meiner Sicht, ohne dass da das sehr kommunistisch anhört? Ich denke nicht als Wirtschaft oder ich denke einfach nur als einfache Person. Einfache Person hört sich an, Banken gehen weg, es gibt eine große Bank, dafür die. Also das ist die Schwierigkeit, wie man diese Message rüberbringt. Ich habe genau dazu was zu sagen. Wer jetzt diese Geschichte so vielleicht noch nicht ganz verstanden hat, ich habe ja ewig gebraucht, um nur halbwegs zu kapieren, was Geld überhaupt ist. Ja, das ist echt schwierig zu verstehen.
Aber es ist auch eine mediale Antwort. Es gibt eine Filmreihe Zeitgeist Movement, vielleicht kennt das der eine oder andere, Zeitgeist-Movement, einfach mal googeln. Und da gibt es einen Film, der wirklich sozusagen auf Bürgerniveau sehr verständlich, ohne BWL-Begriffe, zeigt, was ist eigentlich Geld, wie entsteht das, die gehen auf die Fed in den USA ein und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen die Sendung mit der Maus für was ist Geld. Und ich glaube, auf dem Level muss es auch kommuniziert werden, ansonsten kriegst du es nicht platziert. Bin ich ganz bei dir. Also Zeitgeist-Movement, googelt das mal. Ein sehr erfrischender Film, dann braucht man die Seiten, die vielleicht doch etwas komplexer zu lesen sind, dass ich nicht als erstes reinziehe und gucke mir erst mal den Film an. Das ist unser Thema. Das ist aber oft auch unkorrekt, jetzt, muss man sagen. Ich, wir haben, hier geht es weiter. Wer hat den? Ja, bitte, Peter. Achso, nicht schon. Hier, mein Name nicht. Direkt dazu, zu dieser Überlegung, ob man es in den Bundestagswahlkampf reintragen sollte. Ich glaube, dass es immer sinnvoll ist, wenn man sich breit aufstellt, in einer breiten Aufstellung oder eben auch solche Themen. Also insofern finde ich das sehr gut. Ich meine aber auch, also dieses andere Argument, was du nanntest, das geht mich auch im Kopf, dass man eben sagt, wir können den Bürger nicht mit irgendwas überfallen, was er sowieso nicht versteht, aber man muss dann auf jeden Fall was bringen, was nicht angreifbar ist, was zumindest nicht auf den ersten Blick angreifbar ist. Ja? Auch auf den zweiten Blick sollte es nicht angreifbar sein, aber man darf sich da nicht in gewisser Weise der Lächerlichkeit aussetzen. Insofern meine ich, dass es zwar sehr gut ist, was zu machen, ich bin das leider erst später gekommen, aber wenn man noch bestimmte Theorien mit bestimmten Fachleuten unterfüttern könnte, was dann eben eine gewisse Festigkeit in sich trägt, das würde ich für noch wichtiger halten, als irgendwie plakativ was zu formulieren, zu fordern, was dann sofort widerlegbar ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, danke für den Hinweis, aber das tun wir ja die ganze Zeit. Ja, wir tun uns ja rückversichert bei den Experten und eins möchte ich nur sagen, ist diese Krise, sie wird katalysatorisch. Das heißt, ihr wisst ja alle, wie die Bundestagswahl 2009 ausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob es euch damals gegangen ist, aber ich wollte gar nicht glauben, was für ein Ergebnis damals zustande gekommen ist. Mitten in dieser größten Krise wurde die belohnt, für die uns das alles eingebrockt hat, ursprünglich war, für die ganze Ideologie. Da sieht man, dass die Menschen in einem Schockzustand waren und erstmal wahrscheinlich in einer Sicherheit irgendwie gefühlt haben. Aber jetzt, mit diesem Verlauf dieser ganzen Krise, diffundiert das richtig in die Gesellschaft. Und macht euch mal vor, es geht alles immer so wie eine Lebenszykluskurve. In der Verhaltensökonomie wissen wir, wenn 10 von einer Million, das sind das 10 Verrückte, 100 sind es 100 Textualisten. Bei 1000 sind es vielleicht schon 1000 frühe Innovatoren. Und bei 10.000 kippt das ganze System immer. So müsst ihr euch vorstellen, läuft dieser Prozess ab. Und wir nähern uns immer stärker, dass dann das kippt und wir mehrheitsfähig werden. Und deswegen halten wir als AGs ganz eng den Kontakt zu diesen heterodoxen neuen Vorstellungen, weil auch in der Wissenschaft einen paradigmatischen Wechsel sich andeutet. Und den halten wir und davor sorgen wir. Jubelt einer total. Ja. Oder ein. I agree. Oder das ist der Postgender. Ja, Entschuldigung. Vielleicht noch ein kleiner. Ja, stopp, Peter, klar. Peter und dann. Ja, dann. Ja, also im Prinzip, oder dasselbe, sagen, was der Kollege da hinten zu dir. Die Frage war eigentlich, sollen wir das ertragen, also neue, frische Ansätze zur Lösung der Probleme und nicht, wie wir das kommunizieren. Das ist das Zweite. Dass das kein einfaches Thema ist, das ist ja ganz klar. Aber ich bin absolut der Meinung, man sollte das tun und wie das kommuniziert werden soll, daran wird gearbeitet. Also das ist mal meine Meinung dazu. Und mein Verständnis von Geld, was ist Geld, das habe ich ja also vor einigen Jahren mit meinen Kindern versucht zu klären. Ich bin einfach auf die Formulierung gekommen, die mir persönlich auch am besten eindeutig ist, eine eingefrorene Leistung. Das kann man weiter vererben und das macht den Unterschied zwischen gedecktem und ungedecktem Geld in Anführungsstrichen für mich. Okay, ich wollte nur sagen, die Leistung kann ich nicht doppelt. Wer möchte dieses lange Papier, 31 Seiten, habe ich ein paar Exemplare da, kann ich gerne weitergeben. Wir haben jetzt eine Wortmeldungsreihenfolge. Wie heißt du bitte? Matthias. Matthias, dann Erik und dann der Knut. Also ich wollte auch nur einen kleinen Hinweis geben, am nächsten Samstag ist der Frankfurter Geldkongress.
Und zwar geht es um die gleiche Problematik. Das ist in der Uni in Frankfurt. Ich schicke die Mail über die PPH nochmal rüber, damit, wenn jemand Interesse hat. Ich habe den ersten Geldkongress besucht und es ist total interessant. Es geht in diese gleiche Richtung: Geldsysteme, Geldordnung und so weiter und so fort. Okay, ein Wort nur zum Thema Zeitgeist. Diese Filme sind zwar interessant, aber die sind nicht so super korrekt unbedingt. Aber man kann sich trotzdem angucken und sich dann eigene Meinung bilden. Noch ein Hinweis: Nächstes Wochenende ist in Frankfurt auch die Jahreshauptversammlung von Mehr Demokratie e.V. Ich weiß nicht, wie weit noch Gäste da jetzt sich anmelden können, kann man aber ja versuchen. Da geht es auch ja um die, zum Beispiel um den ESM und solche Sachen. Und jetzt noch. Ja, zum Arne, ich muss sagen, Entschuldigung, obwohl ich das ja schon kenne, im Prinzip hast du mir das ja schon im Einzelgespräch erläutert und so weiter, habe ich es trotzdem nicht wirklich völlig verstanden. Das ist auch, ich finde das auch problematisch dann, wenn sozusagen grundsätzliche Fragen noch gar nicht geklärt worden sind, dann zu sagen, ja, das können wir jetzt hier nicht klären, aber wir machen jetzt mal weiter, weil wenn man das grundsätzliche Problem erstmal gar nicht richtig fasst, dann ist alles andere irgendwie schon mal zu viel. Ich finde den Ansatz auch zu technisch. Geld ist ein gesellschaftliches Problem und kann man nicht mit Technik lösen, in meiner Auffassung. Und ich finde es zu wenig sozusagen Empowerment des Einzelnen, also die Selbstermächtigung. Ich meine, ich habe selbst jetzt einen Antrag laufen, der ist halt ganz kurz, der sagt einfach nur, wir machen ein staatliches, unbares Geld. Also jeder könnte theoretisch bei der Zentralbank ein Buchungskonto, das heißt dann vielleicht nicht mehr Giro, also das ist ja Vollgeld im Prinzip, ja, machen über die Geldschöpfung regelmäßige Volksabstimmungen und schütten die neu geschöpften Mittel direkt an die Bevölkerung aus. Das ist nur so ein, das muss man auch noch diskutieren und so weiter, aber ich habe es nur mal versucht sozusagen, keep it as, man macht es so einfach wie es geht und so viel Selbstermächtigung des Individuums wie es geht. Ja, können wir jetzt sicherlich nicht mehr diskutieren. Würde mich natürlich schon interessieren, auch mal, vielleicht morgen, keine Ahnung. Oder. Ja, lass uns da vielleicht noch ein Barcamp morgen organisieren oder für die nächste Veranstaltung. Der Arne kommt natürlich aus der IT. Die ITler sind immer, die wollen hier was administrieren, hier was Systemisches erstellen. Also ich habe ja gesagt, es ist kein Konsens in der AG, sondern es ist halt von vielen geschätzte und auch schon von vielen mehr angenommene Position, aber auch keine Konsensposition. Es gibt Alternativen, du hast das von der Vollgeldsache gesagt. Wir haben auch noch andere Lösungsansätze, aber wichtig ist einfach mal zu sehen, Geld ist nicht, hat nicht einen Wert an sich, braucht keine Deckung, sondern ist eine Übereinkunft. Eine Übereinkunft ist schon der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Knut, du willst was sagen. Entschuldigung, genau das. Es geht nämlich darum, wie wir es transportieren. Und zwar, was wir in die Köpfe der Leute reinkriegen müssen, ist, dass Geld keine absolute Größe ist, sondern ein staatliches Infrastruktursystem, um Waren und Dienstleistungen miteinander tauschen zu können. Und dass die Hoheit über dieses Geld verdammt nochmal dem Staat gehört. Und alles uns, Weitere, uns. Ja uns alle. Nein, die Hoheit an den Staat, in unserem Auftrag, weil der Staat genau. Zu wir. Ja, und wenn einer Nachfragen hat, ich persönlich, das ist eine ganz persönliche Einschätzung, aber es gibt ein relativ schmales Büchlein von Frau Professor Margaret Kennedy. Ja, sehr, ich sage ganz bewusst, ich finde es deshalb gut, weil es sehr, sehr einfach gestrickt ist. Und man dies auch jedem, ich sag mal, jedem Bild-Zeitungsleser empfehlen kann. Und er es trotzdem verstehen wird. Und er bleibt ein Bild-Zeitungsleser. Jetzt hast du auch noch Bildzeitung gesagt. Okay, ich habe schon von der Orga-Signale bekommen, wir haben jetzt keine ganz gewichtigen Fragen mehr. Der Volk hatte ich vorhin schon länger. Ja. Ich habe noch ganz kurz was gehabt, die Diskussion kam gerade eben auf, dass die Leute sich verstehen. Ey, verdammt nochmal, das ist dann unsere Aufgabe als Piraten, unseren Bildern und auch den Menschen das zu sagen, wie das funktioniert. Und zwar in Kleinzahlen und Bildern zu packen, dass man die auch verstehen kann. Yes. Warte auf den Flyer, Matthias, ja. Warte auf den Flyer. Wir müssen was organisieren für den Bundespartei. Aber wir wollten eigentlich einen Vorstand machen auf der Bundespartei. Der Bundesvorstand hat entschieden, es gibt keine AG-Stände bei der Bundespartei. Sorry. Aber was sonst macht dann hinter einen Flyer zu organisieren? Klar. Gibt es jetzt noch eine wichtige Frage oder dann würde ich das für heute schließen? Ich würde gerne noch einen Punkt sagen wollen, jetzt auch auf deinen. Wenn wir es schaffen, dieses Thema
mit in unsere Agenda zu bringen und mit in die Medien zu bringen, dass wir zu diesem Thema eine Position und auch 15 verschiedene Ideen haben, aber wirklich konsequent daran was ändern wollen, dann sind wir im Bundestag. Das sage ich euch. Weil es gibt so viele Leute da draußen. Denen das ist fast ein super Schlusswort. Ich setze nur darauf, es ist liegt an uns. Liegt wirklich an uns. Wir können zumindest unter Beweis stellen, dass wir die richtigen Fragen stellen. Wir haben vielleicht noch nicht die absolut richtige Antwort, aber diese Frage wird die zentrale Frage mit in den nächsten Bundestagswahlen. Das ist meine feste Überzeugung.